Heute ist es endlich soweit, die Daten zur US-Inflation kommen und die Frage, die sich stellt, sind diese Daten manipuliert? Denn es werden Änderungen vorgenommen an der Berechnung, an der Methodik bei der Berechnung. Und das wirft ein paar Fragen auf, denn es ist ja klar, diese Daten sind extrem wichtig für die Märkte. Gestern etwa gab es eine ziemlich scharfe Rallye, weil JP Morgan das Gerücht gestreut hat, ja, die Daten könnten niedriger ausfallen als erwartet und ohnehin sei ja die Chance nach oben besser, wenn die Daten niedriger ausfallen, die Inflation also geringer ist, als wenn jetzt die Inflation heißer ist als erwartet, da ist doch vieles schon eingepreist. So JP Morgan, und das hat gestern die Aktienmarkt-Rallye deutlich beflügelt. Interessant ist der Blick, den wir nachher werfen auf die Fed Fund Futures, also auf die Futures, die die Zinswahrscheinlichkeit einpreisen. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Im Gegenteil, die Zinserwartungen sind sogar weiter gestiegen. Das heißt, die Fed Fund Futures haben das Gegenteil dessen gemacht, was letztendlich die Aktienmärkte gemacht haben. Aber das nur am Rande. Schauen wir uns mal das an, was noch vor kurzem auf der Seite des Bureau of Labor Statistics stand. Das ist die Institution in den USA, die Behörde in den USA, die nicht nur die Inflationsberechnung macht, sondern auch die Arbeitsmarktdaten ermittelt. Und erinnern wir uns, wir hatten letzten Freitag etwas seltsame Arbeitsdaten durch die sogenannten Seasonal Adjustments. Dazu auch gleich mehr. Jedenfalls hatte man gesagt, kürzlich noch, also wir haben uns entschieden, nicht zu intervenieren, was auch immer intervenieren bedeutet. Da werden wir vielleicht doch gleich sehen. Gestern Abend war das noch nicht so klar. Aber wir haben jetzt eben, wird es zu diesem Gewichtsupdate kommen, also es wird praktisch eine neue Gewichtung bei der Berechnung gemacht. Welche das sein wird, das werden wir auch gleich sehen. 8 der letzten 10 Veröffentlichungen zur US-Inflation waren höher ausgefallen als erwartet. Man hat also Gewichtsänderungen gemacht, die Gewichtung bestimmter Sektoren geändert, bestimmter Produkte geändert. Das ist jetzt mal klarifiziert worden, was damit gemeint ist. Und offenkundig hat man hier vor allem langlebige Güter stärker gewichtet, etwa Autos, neue Autos oder Used Cars, Gebrauchtwagen zum Beispiel, die würden deutlich nach oben gestuft werden, zum Beispiel öffentliche Transportmittel, weil die Leute wahrscheinlich vor allem im Jahr 2020 weniger öffentlich unterwegs waren, die wurden ein bisschen runtergestuft. Das sind vielleicht so ein bisschen die größten Änderungen. Also die langlebigen Güter, die wurden ein bisschen stärker gewichtet. Und warum? Da gibt es durchaus einen Grund, den wir hier sehen. Nämlich seit der Corona-Pandemie ist der Bedarf, ist die Nachfrage nach langlebigen Gütern massiv nach oben gegangen. Geht jetzt wieder ein bisschen zurück, aber ist nach wie vor deutlich, deutlich höher als vor der ganzen Corona-Geschichte. Wird das bald sich ändern, wird hier gefragt in der Überschrift über diesen Chart. Heute kamen etwa Daten von IFO, dem Deutschen Wirtschaftsinstitut. Und hier heißt es, die Aufträge der Industrie reichen so weit wie noch nie. Man hat aktuelle Auftragsbestände, da kann man so lange produzieren wie nie zuvor. Sie reichen laut einer Umfrage, also die Auftragsbestände, für die nächsten 4,5 Monate. Das heißt, die sind jetzt erstmal beschäftigt für 4,5 Monate noch, um überhaupt die bisher schon eingegangenen Aufträge abzuarbeiten. Jetzt sagt IFO, das gab es noch nie, seit wir diese Frage im Jahr 1969, mein Geburtsjahr, zum ersten Mal gestellt haben. Die Auftragseingänge der vergangenen Monate konnten nicht abgearbeitet werden, weil den Unternehmen wichtige Vorprodukte und Rohstoffe fehlten und dementsprechend kommt so etwas zustande. Und da das ja nach wie vor so ist, ist eben davon auszugehen, dass jetzt die Nachfrage nach Gütern schlichtweg nicht zusammenbrechen wird, denn es gibt zu wenig Güter. Nach wie vor kommen die Firmen ja kaum hinterher, das abzuarbeiten, eben weil ihnen Rohstoffe fehlen, weil sie Lieferengpässe haben und bestimmte Vorprodukte nicht bekommen können. So oder so kommen wir zurück zur Inflation, meine Damen und Herren. Wir haben also gesehen, die Gewichtung hat sich verändert. Langlebige Güter wurden ein bisschen aufgestuft. Was wird das bedeuten für die heutigen Daten? Hier sagt Goldman Sachs, okay, das dürfte kurzfristig sogar zu einer etwas höheren Zahl führen bei der Inflation. Längerfristig zu einer etwas niedrigeren, weil der Bedarf an solchen langlebigen Wirtschaftsgütern dann wieder abnehmen wird, wenn Corona endgültig vorbei ist. Ist die Frage, ob das passiert. Wahrscheinlich werden wir
im Herbst dann nächsten Jahres wieder Mutanten haben, wieder neue Virusvarianten. Das ist zumindest nicht ganz unwahrscheinlich, aber sei es drum. Also man geht davon aus, kurzfristig dürfte die Zahl dadurch etwas ein bisschen höher werden, längerfristig etwas tiefer. So Goldman Sachs. Schauen wir uns mal an, wie jetzt eben vor allem dieser große Unsicherheitsfaktor aussieht. Also wir haben eine neue Gewichtung, erster Punkt. Aber wichtiger, und das ist eben genau das Intransparente, wenn ich eine neue Gewichtung habe und sage, wie ich diese Gewichtung mache, ist alles klar, dann kann man damit arbeiten, dann ist da eine gewisse Transparenz gegeben. Aber jetzt gibt es wieder Seasonal Adjustments, saisonale Anpassungen. Und wir sehen hier unten bei den Arbeitsmarktdaten, die am letzten Freitag kamen, gab es diese saisonalen Anpassungen. Da wurden wahrscheinlich mehrere Millionen Stellen faktisch verloren, die die Unternehmen gemeldet haben an das Bureau of Labor Statistics. Und aus 2,8 Millionen verlorenen Stellen wurden dann plus 467.000 Stellen durch Seasonal Adjustments, wie auch immer diese saisonalen Anpassungen gemacht werden. Jetzt heißt es hier auf der Webseite des Bureau of Labor Statistics, die werden, diese Seasonal Adjustment Factors are recalculated to reflect price movements from the just completed calendar year. Also man will hier sozusagen Preisbewegungen besser erfassen, dass er eine Routine, Rekalkulation, und das könnte zu Revisionen der letzten 5 Jahre bei der Inflation führen. Das ist also interessant. Wir werden also jetzt heute wahrscheinlich wissen, wie die Inflation in den letzten 5 Jahren wirklich ausgesehen hat, meine Damen und Herren. Das ist großartig. Das sind Erkenntnisgewinne, die uns deutlich weiterhelfen. Also das ist die große Unbekannte. Seasonal Adjustments. Wird das positiv sein oder beziehungsweise die Zahl nach oben bringen oder wird es negativ sein? Das wissen wir nicht. Und das ist so dieser super weiche Faktor, der schon die Arbeitsmarktdaten im Grunde unbrauchbar gemacht hat. Warum man jetzt hier so vorgeht, ist natürlich eine offene Frage. Schauen wir uns mal die Spritpreise an in den USA. Die sind deutlich gestiegen in den letzten Tagen, und das ist das, was im Bewusstsein der Amis natürlich stark verankert ist. Die sind in der Summe, da gibt es ja Gallonen und nicht, oder wird in Gallonen abgerechnet, nicht in Litern, die sind in der Summe natürlich noch deutlich günstiger als in Deutschland. Aber wenn Sie als Ami einen schicken Truck hier fahren oder eben so ein typisches Ami-Auto fahren, der schluckt doch mal ganz entspannt 20 Liter pro 100 Kilometer, dann wird das schon wieder relativ, dann merkt man, wenn die Spritpreise steigen. Also das ist durchaus ein Faktor, vor allem ein mentaler Faktor. Und hier sehen wir nochmal, was wird eigentlich berechnet. Ein Drittel ist praktisch Wohnen, Shelter. Dann haben wir Food, also Nahrung 14%, Energy 7,5%, Medizin, also medizinische Dinge 7%, Transport 8% in etwa, Education 6% und so weiter und so fort. Aber wir sehen eben Nahrung und vor allem Wohnen. Das sind die Aspekte, die hier am stärksten berücksichtigt werden. Wir haben gestern also gehört von JP Morgan, ja guckst du, das wird wahrscheinlich geringer ausfallen, die Zahl der Inflation, weswegen die Märkte gestiegen sind. Jetzt hat heute Nacht das Weiße Haus gesagt, oh, die Inflationsdaten, die könnten eine höhere oder eine sehr hohe Year-on-Year-Figure zeigen. Also praktisch eine Warnung des Weißen Hauses, könnte doch schlimmer kommen, als ihr vielleicht glaubt. Allerdings hat das Weiße Haus schon einmal gewarnt und dann war die Zahl doch niedriger als erwartet. Also auch darauf ist kein Verlass. Die Konsensprognose ist 7,3% zum Vorjahr. Letzter Monat war es 7,0%. Zum Vormonat 0,5%. Im Vormonat war es 0,6%. Man wird sich sehr stark auf die Vormonatszahl hier fokussieren. Hier sehen wir nochmal, die Prognosen der Banken schwanken im Prinzip von 7,4 Credit Suisse, Standard Chartered, bis Bank of America 7,1%. Also unter 7 ist keiner. Das ist schon mal auffällig. Aber das ist doch genau der Punkt, ob jetzt 7,2, 7,3 oder 7,4. Was ändert das? Wir haben eine turmhohe Inflation. Und dementsprechend ist eben vielleicht diese Zahl jetzt auf die Kommastelle gar nicht so wichtig, denn die Fed muss und wird agieren. Und wir kommen jetzt mal kurz mit einem kurzen Switch nach Europa.
nämlich zur EZB, die hat gesagt jetzt, also wir sehen, dass die Inflation in der Eurozone 2023 unter unserem Ziel von 2% liegen wird, nämlich bei 1,7%, während man für 2022 immerhin eine Inflation von 3,5% annimmt. Fast gleichzeitig hatte das größte europäische Lastwagentransportunternehmen gesagt, dass man wahrscheinlich die Preise um 35% anheben wird müssen, unter anderem wegen den Spritpreisen. Also viel Glück, liebe EZB, mit dieser Inflationsprognose. Das ist extrem mutig, vor allem für eine Institution, die in Sachen Inflation so komplett daneben lag und der offenkundig nichts an seiner Methodik ändern will. Aber da gibt es jetzt Kritik innerhalb der EZB. Hier ein Bericht von Bloomberg: A growing number of ECB policymakers are losing faith in the institution's current inflation forecasting. Also die verlieren den Glauben an die eigene Inflationsprognose. Das ist lustig. Sven Hendrik sagt hier, also die Dinge sind wirklich schlimm, wenn du deinen eigenen Bullshit nicht mehr glaubst, wenn du deinen eigenen gefälschten Statistiken nicht mehr glaubst, könnte man auch übersetzen. Also die EZB ist dabei, sich mental in gewisser Weise zu zerlegen. Kommen wir jetzt zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Hier sehen wir das Produkt des jüngsten Gerüchts durch JP Morgan, Dow fast 1% im Plus, S&P 500 1,5%, Nasdaq der stärkste mit gut 2%. Wir sehen, dass eigentlich sehr unterschiedliche Branchen vorne lagen. Finanzwerte nicht so gut gelaufen, Energie auch nicht so gut, beide noch positiv, aber waren jetzt nicht die großen Bringer. Communication Services, Real Estate Technology waren eben die führenden Sektoren, der WIX weiter nach unten. Und was passiert da eigentlich? Wir sehen, dass jetzt vor allem Hedgefonds sich, so sagte Goldman Sachs, die ja praktisch als Primary Dealer hier viele Aufträge auch für Hedgefonds abwickeln, dass Hedgefonds sich offenkundig nach dem harten Abverkauf im Januar sich short positioniert haben oder zumindest gehedged haben, wahrscheinlich aber short positioniert haben, und die sitzen jetzt oft auf der Shortseite. Die hatten ohnehin eine miserable Performance bisher, sitzen jetzt auf der Shortseite und werden wahrscheinlich gerade nach oben gesqueezed. Das könnte ein Teil dieser Bewegung oder vielleicht sogar ein Großteil dieser Bewegung erklären. Unten sehen wir im Chart Most Shorted Stocks, also die meistgeschorteten Aktien, die gehen auch deutlich nach oben. Also viel davon ist auf jeden Fall ein Short Squeeze. Und wie gesagt, das Gerücht, oh, die Inflationszahl wird niedriger ausfallen, hat für eine Aktienrallye gesorgt. Aber schauen wir uns mal die Fed Fund Futures an. Da ist jetzt für das Jahr 2022 bis Dezember sind 5,49 Zinsanhebungen eingepreist. Man könnte auch sagen 6, wenn man das aufrundet. Dann nochmal 2 Zinsanhebungen in 2023. Man erwartet, dass bei allen 5 nächsten FED-Sitzungen die Zinsen angehoben werden. Man sieht eine 27% Wahrscheinlichkeit, dass sogar ein großer Schritt kommen wird, also 0,5%. Angehoben wird. Bank of America sieht sogar 7 Zinsanhebungen in den 7 nächsten Sitzungen. Also wir sehen, die heutige Zahl ist extrem wichtig, weil die natürlich auf solche Märkte massiven Einfluss nehmen wird, wie die Inflation dann rauskommt. Und dann haben wir diese Seasonal Adjustments, diese saisonalen Anpassungen, und das ist so ein bisschen Lotterie. Also so viel zum Zustand der Finanzmärkte derzeit. Das trifft auch auf die Aktienmärkte zu. Hier sehen wir mal den SPY. Maßgebliches ETF auf den S&P 500 ist nach oben gegangen. Wir sehen relativ maues Volumen bei dieser Aufwärtsbewegung. Unten sehen wir New York Advanced Decline, also die Relation zwischen Aktien, die steigen, und Aktien, die fallen. Vorher entweder fällt alles und es ist alles ganz unten, oder es geht alles nach oben und es ist alles ganz oben. Der Alles-oder-Nichts-Markt, wie Sven Hendrik das wohl korrekterweise hier bezeichnet. Und wir sehen, wenn wir uns mal den VIX anschauen, da sehen wir eine positive Divergenz im RSI. Wir sind dabei, dieses Gap nach unten zu schließen, und wir sehen vor allem, dass die Volatilität der Volatilität, nämlich der VIX, oder CBOE VIX of VIX Index, dass der praktisch überhaupt sich nicht bewegt hat. Das heißt, die Vola ist faktisch nicht gesunken. Hier, dieser VIX ist ja eigentlich die implizit eingepreiste Volatilitätserwartung bei S&P 500 Aktien über die nächsten 4 Wochen. Ist ein bisschen kompliziert. Jedenfalls, die Vola ist nicht wirklich runtergegangen, was sie eigentlich wirklich tun müsste, wenn wir einen Markt haben, der deutlich und entspannt nach oben läuft. Das zumindest ist bisher nicht der Fall, kann sich ja alles ändern. Aber vielleicht ist Facebook so ein kleines Vorzeichen.
Denn es ist ja so, schauen wir uns doch mal an, wo die Aktienmärkte 2019 standen, als die Welt zumindest noch ohne Corona war. Da waren wir ja deutlich tiefer. Dementsprechend, wenn Sie mal auf IPOs gucken, also auf Börsengänge, wenn da Tech-IPOs an den Markt kommen, dann haben die inzwischen ein Verhältnis zwischen Price to Sales, also Marktkapitalisierung, zu Umsatz von 15,2, das ist massiv explodiert in den letzten Jahren. Das zeigt, dass letztendlich diese Liquidität eben zu extremen Bewertungen geführt hat. Und vielleicht ist Facebook das erste Unternehmen, das jetzt so langsam wieder, oder Meta-Plattforms, das jetzt so langsam wieder auf das 2019er Niveau zurückkommt, was ja eigentlich auch rational wäre, zumal wenn eben die Fed nicht mehr Geld pumpt, sondern potenziell Geld entzieht durch Zinsanhebungen und vor allem durch die Reduzierung der Bilanz. Abschließend noch eine Artikelempfehlung, warum der Gaspreis fällt. USA sorgen für Hilfe aus Japan für Europa. Die Amerikaner, die setzen sich ja für uns ein, gell? Das ist Herz allerliebst. Die kümmern sich darum, dass unsere Energieversorgung ein bisschen gesicherter ist. Da hat man schon bei Katar angefragt. Mensch, liefert den Europäern doch Flüssiggas? Haben die gesagt, na, dann müssten wir das bei den Asiaten abziehen. Und die zahlen auch nicht schlecht, gell? Also lassen wir das besser. Und wir sehen also, dass die Europäer offenkundig und vor allem die Deutschen offenkundig so ein bisschen nach wie vor dieses kleinen Bruder-Syndrom haben. Man ist total defensiv, man ist wirtschaftlich ziemlich potent, aber aus den Weltgeschehnissen hält man sich raus, weil man sagt, du, wir haben ja massive Verbrechen begangen, was natürlich stimmt, aber jetzt sozusagen zu so einer Art, wir halten uns aus allem raus, wir sind die Guten, wir sind die Grünsten und wir lassen dann die Schmutzarbeit durch unsere großen Brüder erledigen. Das kann und wird nicht so bleiben. Europa fordert von Deutschland, dass wir mehr Verantwortung übernehmen. Man hat gesehen, wie lange Scholz gebraucht hat, bis er irgendwo mal hingeflogen ist. Jetzt ist er in die USA geflogen, dann will er nach Moskau fliegen, aber dann ist das alles schon abgefrühstückt, weil Macron schon längst da war und hier die Deals gemacht hat oder die Absprachen getroffen hat, also kann er sich's wahrscheinlich schenken. Jedenfalls sehen wir hier nach wie vor eine etwas seltsame Konstellation. Ein sehr interessanter Artikel werde ich unter dem Video verlinken. 14:30 Uhr, meine Damen und Herren, unbedingt reinschauen bei Finanzmarktwelt, denn da wird es richtig spannend. Was wird da passieren? Wir werden uns die Zahlen anschauen, die Marktreaktion anschauen. Bis dahin, ich sage Servus und Ciao.